An einem ruhigen Tag dachte sich Masseldavis, was könnte er heute aufnehmen? Dann schaute er in sein schlaues Buch und guckte, ob er was fand, was er aufnehmen konnte. Und wie er sah, fand er eine Idee heraus. Was ist eigentlich mit diesen ganzen EO-Games passiert, zu den Garios, Leo? Ich würde sagen, das wäre doch mal eine Videoidee, oder? Aber ich sage erstmal, herzlich willkommen auf meinem Kanal, Marcel darf es erstmal. Und heute stellen wir uns die Frage, was ist mit den ganzen EO-Games passiert? Ich würde sagen, starten wir gleich rein. Bis gleich. So, fangen wir gleich mit dem Klassiker an, Agario EO. Um was geht es in dem Game? Du musst als Kreis kleinere Kreise essen, um größer zu werden und damit andere Kreise zu fressen, die es auch Spieler sind, damit du Platz 1 in den Game wirst. Ein lustiges Funny Game habe ich meistens auch in den Schule gezockt, weil man halt am Schul-PC war, weil es halt einfach Online-Game war, was halt über einen Google-Browser zocken hast können. Dann gehen wir gleich weiter. Bevor wir weitermachen, haben Sie mich schon abonniert? Nein? Dann würde ich das nachholen. So, jetzt kommen wir zu meinem zweitliebsten EO-Game. Und zwar Slither.io. Hoffe ich, spricht man das richtig aus. Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Und zwar ist das ein Spiel, da spielst du halt einen Wurm und musst halt so kleine Kreise, Leuchtpartikel, was immer das ist, fressen, um größer zu werden. Also eigentlich wie bei Agario. Nur halt bist du ein Wurm. Gleiches Prinzip, du musst andere Würmer zerstören, indem du vor sie fährst, dass sie in dein Mittelteil, so in deinen Bauch, in deinen Körper reinfahren. Also eigentlich ist das ja eigentlich nur Snake von früher, diese Handys, im verdammten Multiplayer. Aber wer sich das auch gedacht hat, ist auch ein Genie, Digga. Der macht einfach Snake im Multiplayer. Man muss aber sagen, diese Games laufen bis heute noch. Also, man kann nichts anderes sagen, diese Games laufen halt weiterhin. Das ist halt für das, dass die eigentlich relativ alt sind, schon geil. Wie ich schon vorher schon gesagt habe, die kannst du halt einfach in der Schule zocken. Das ist halt das Ding. Ich sage, gehen wir dann gleich weiter zum nächsten Game. Oh. Das solltet ihr jetzt nicht sehen. Ich würde sagen, wir gehen gleich weiter ins nächste Game. Okay, bis dann. So, nach meiner sexy Tanzeinlage kommen wir zum nächsten und zum letzten. Und zwar mein Lieblingsgame von den EO Games. Und zwar heißt es Dibbit.io. Und zwar in dem Game geht es darum, dass du eine Kugel bist und musst halt die gegnerischen Kugeln mit deinen Kugeln abschießen. Du kannst leveln, indem du die Gegner besiegst, was relativ schwerer ist. Oder du erst die Objekte triffst, was auf der Map verteilt sind und somit Level stärkst. Du kannst Levelpunkte bekommen, kannst damit zum Beispiel deine Schnelligkeit, deinen Schussspeed, dein Damage, wenn du Leute anrempelst, hochmachen oder deine Heilung. Dann kannst du noch zusätzlich deine Charakter verbessern, zum Beispiel, dass du ein Tank bist oder ein Maschinengun, dass du halt einfach andere Fähigkeiten hast. Maschinengun schießt halt schneller oder Sniper. Der tut halt so langsamer schießen, macht er dafür mehr Schaden. Und ich finde, das ist einer meiner liebsten und geilsten Games, weil ich finde, dass du die meisten Möglichkeiten in seinem EO geben, was ich gerade weiß. So Leute, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Ich wollte mich mal bedanken, dass ihr zuschaut, auch wenn es jetzt dann vielleicht ein kürzeres Video ist, aber nicht die Länge macht es aus, die Technik. Ganz wichtig. Nee, Spaß, aber ich würde mich wie immer über einen Kommentar, einen Like und vielleicht noch ein Abo freuen. Bei den Kommentaren, ganz wichtig, Kritik könnt ihr gerne schreiben, Verbesserungsvorschläge nehme ich gerne zu Herzen. Und was ihr euch gefällt unter dem Video schreiben. Natürlich sagen, war es das mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Ich könnte doch mal. Was ist aus diesem ganzen. Was ist aus diesen ganzen Agario-Games geworden, diese EO?